Es sind drei Leute da. Ja, das ist der Biggie. Das ist der Pepsi. Und das ist der Big Step C. Bruder, es warte kurz. Ich muss da warten. Mit wem? Ja, mit uns. Ah. Wartestab. Jetzt blödi. Und dann muss ich noch kurz alles einstellen. Vigi und Stepsi sind live. Echt, oder was? Ja, Alter. Heftige Ich hoffe, Typen. man hört uns gut. Warte, ich muss mal da. Jetzt schau dich mal hier ein. Man hört uns gut, ja. Ja, es geht. So. Ja, man hört uns gut. Man hört uns gut, ja. Mein Handy ist So. leer wieder. So, ich tu mal dir einstellen. Was spielen wir heute? FIFA. FIFA. Wie? Was? Wo? Wer? Mit wem? Warum? Weshalb? Alfons. Alfons. Hi, hi, Alfons. Mein Wie Handy geht's? wird voller, ja. Was? Mein Handy wird fast leer. Ladegerät habe ich hier. Ist das normal? Was? Dass es hier so flackert? Wenn es kaputt ist, ist es nicht normal, Wo oder? siehst du flackern, bitte? Ja, da hat es gerade geflackert. Ja, das ist normal Ach so, ja, stimmt, Samsung. Samsung ist alles normal, oder? Ja. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen lauter nur reden, dass die Leute uns hören können. Hi Michael, hab gewusst, geht heute live ohne Discord und Insta. Jawohl. Jawohl, sicher. Was geht, Leute? Nicht viel. Bei dir? Heute sind wir ein bisschen bei Biggie zu Besuch. Ja, die haben mich einfach überrumpelt. Sind hergeflogen mit dem Flugzeug. Helikopter Steps ist ein Ja, Kampfhubschrauber. Kampfhubschrauber und dann abgesprungen, so Ja. wie sich's gehört. So richtig. Schon geil. Hab's nur im Trailer von FIFA gesehen jetzt. Boah, ey, so geil. Nein. Man muss sich auch So anschauen. geil. Ja, was zocken wir? Weiß nicht. Was Schlag. können wir alles zusammen zocken? Ja, Das ist die zum Frage. Sollen wir Finale jetzt geht ja nur Champions League Turnier. sollen wir ein bisschen so aufwärmen gegeneinander und dann hast du einen zweiten Controller? Ja, da Ja. ist er. Können wir mal anfangen aufwärmen und dann schauen wir mal, wie viele Leute kommen und dann. Oder was sagst du? Ja, genau, das sage ich auch immer. So. Ja. Hilft in jeder Situation. Ja. Könnt ihr machen, was ihr wollt, also. Na komm, schalt ein. Na gut. Muss noch alles mal durchschauen, ob alles funktioniert. So, jetzt bin ich raus. Mit wem spielst du immer? Hallo? Du kannst egal mit wem du willst zocken. Ich zock Nein, mit. nicht mit mir. Mit Ich zock mit mir. Noah. Hast du super aufgeladen? Lass mal ein Freundschaftsspiel machen. Ja, machen wir gerade. Wir sind Freunde und spielen. Was war ein Freundschaftsspiel? Ja, ich weiß. Ich hole gleich das Ladegerät. So. Ach so, gegen Michael, bra. Ja, Michael, wir wärmen uns zuerst mal auf. Du gehst links, ich gehe rechts. Ich bin rechts, du bist Ja, links. ich wollte eigentlich rechts gehen. Aber jetzt ist egal. Bisschen lauter reden, weil sonst glaube ich, hört man uns nicht. Klassisch. Wieso nicht Champions League? Nee. Nee, ist klar. FIFA unterstützt kein Crossplay, was? Da habe ich keine Ahnung. Kenne ich mich nicht aus mit dir. Da müsst ihr mir Bescheid sagen. So. Ja, ich habe mit dem weißen Binding of Isaac gezockt den ganzen Tag immer.
ich später sowieso. Und ja. Leute, nicht vergessen, Däumchen nach oben lassen. Ja, gut, von den Brothers weg. Der Brothers ist gut, dass ich ihn nicht weg. Sicher. Du hast dir Mozartkugeln fressen? Mach auch. Fressen. Gönn ihm. Und dann haben wir noch Ferrero. Gönn ihm einfach. Genau. Hier ist die Kultur bei der Mozartkugel. Hä? Hast du Mozartkugeln geprobiert, Frau? Hast du? Ja, willst du eine Mozartkugel? Von daher. So, Jungs, Mädels, hier sind Mozartkugeln gerade. Achso, ich muss mich ja noch umziehen. Setz ihn, hast Cristiano Ronaldo geholt oder was? Wo? Achso, du spielst mit Chelsea. Hast du Cristiano Ronaldo oder was? Nein. Nicht, wusste ich. Außer der Kader ist aktualisiert, das kann sein, aber ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Hm? Fast. Das war ja, Kreis. Kreis. So. Mozartkugeln habe ich schon lange nicht gegessen. Denke ich mir, deswegen habe ich sie mitgenommen. Ja, aber die sind keine echten. Ah, das sind fake, stimmt. Die sind richtig fake, oder? Die sind aus der Steiermark, nicht aus Salzburg. Ohne Kommentator fehlt da irgendwas. Von der Stamford das Bridge melden wir uns heute die Zuschauer willkommen zu diesem Spiel. Wolf Fuß. Durch das Spiel Hansi Flick. Wie gewohnt, so, ich Wolf Fuß und Frank wie kann man Wolf mit zwei und es geht bei uns heute um ein Spiel in der Premier League. Chelsea gegen Manchester United. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas für ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Oh, das könnte was werden. Oh. Er die Zocke. Das ist noch gefährlich. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Was ist denn das Stäbchen? Fred. Rashford. Abseits. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Ich muss mich jetzt mal gewöhnen, das ist nicht mein Controller. Ja, das ist nicht mal dein Fernseher. das ist das größte Problem, das ist nicht dein Fernseher. Ups. So. Auf einmal geht er rein, stell dir vor. Kanté hat den Ball. Azpilicueta am Ball. Ziyech. Das ist jetzt eine Chance. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Ja, der Verlierer, der Gewinner bleibt, oder? N'Golo Kanté. Der Gewinner bleibt, ja. Können wir machen, ja. Aber ja, ja. Flanke an den kurzen Pfosten. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. So. Leute, nicht vergessen, Däumchen nach oben da lassen, oder? Das ist Pogba. Wieso? Nein. Pogbas Anspiel landet beim Gegner. Also, die Jungs wollen heute schon, dass sie die 740 Abo schaffen. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator ganz besonders freust. Also, seid nicht gratis, gut, dass gleich losgeht. Doch, sind wir eigentlich. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Schönes Zuspiel. Ja, ich schon, ja. Timo Werner. Warum ist das ein Elfmeter? Ich hab dich nicht mal berührt. Schau, ich hab dich nicht mal berührt. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz da. Das ist voll logisch. Und ist sich der Konsequenzen bewusst. Ja, das war logisch, Alter, du hast gesehen. Ja, kann ich was dafür. Sicher, Xiaomi. Und der Werner kann sowieso keine Tore schießen. Jetzt kommt die Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Rüdiger hat den Ball. Da gewinnt er den Zweikampf. Ah, komm. Also ich glaube... Conte. Keine Unterbrechung, Vorteil für den FC Chelsea. Ja, das kann... könnte sein. Es sieht irgendwie komisch aus, es ist schon komisch. Wenn du deine Spieler spielst, sieht das ganz anders aus. Oder? Die kommt mir nur vor. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Ja. Da stand
und da kommt ist es so gut vor, als wäre halt die Grafik ein bisschen anders, wenn du da einen Spieler spielst. Oder ist es der Fernseher? Ja, der Fernseher, ne? Das Fred. Dass die Grafik besser Bruno aussieht Fernandes. Als der Fernseher. Ich bin mehr für die schlechte Grafik. Am Ball Bruno Fernandes. Jetzt Man United im Angriff. Ganz alleine! Oh. Oh. Sehr gut. Der war schön. Der war echt schön. Gratuliere. Ja. Danke. Bis dann. Da wurde er auf dem falschen Fuß erwischt und dann fälscht er den Ball ins eigene Tor ab. Ja, nicht wirklich glücklich Eigentor. Aber das kommt ja, vor. Das kann ja auch. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschossen. Das ist mit euren Handys los. Handy ist leer. Ja, gib her. Ich steck's. Gib Ladegerät. Ich steck's hier ein. Nee, geht ja nicht. Richtig Spiel. Ballgewinn jetzt von Manchester United. Shaw. Pogba am Ball. Cavani. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Conte. Das gibt Freistoß für Chelsea. Sehr bitte, ne? Körperkontakt. Voll nicht. Körperkontakt. Kanté. Könnte der Ausgleich werden. Chelsea ist wieder da. Das ist der Ausgleich in diesem Spiel. Gönnt. Sowieso. Das ist nochmal das Tor. Wir sehen N'Golo Kanté zunächst. Ja, komm. Sei nicht so wie die ganzen anderen da beim Online-Zocken. Hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz gut im Tor unterzubringen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1 zu 1. Ja, sollte schon vorher. Ja, vorher war ein Eigentor, das hat eh jeder gesehen. Kai Havertz. Das ist jetzt seine Chance. Das muss es sein. Oh, das ist knapp. Na, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Oh. Bruno Fernandes. Chelsea hat den Ball. Das könnte die Chance werden. Oder könnte wir spielen gefährlich halt, werden. Gibt Einwurf für Chelsea. Pro Club. Und jeder spielt ein Spiel, oder? Jorginho. Pass machen. Kommt. Ah, da sehen wir es wieder. Graf ist nicht immer die beste Wahl. Also rechts, ja, da wäre mehr drin gewesen. Ja, wenn wir ein paar Spieler haben, dann wieso nicht, oder? Fred. Ball ist bei Rashford. United verliert den Ball. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Ball kommt an den langen Pfosten. Gute Aktion, gut geklärt. Ach komm. Pogba. Ballbesitz hey. Bruno Fernandes. Wegschmeißen. Shaw. Rashford. Jetzt Cavani. Am Ball Bruno Fernandes. Naja, ich hab gedacht, die sind besser. Jorginho. Halleluja. Es gibt Vorteil für Chelsea. Sieht vielversprechend aus. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Cavani im Abseits. Ziyech. Am Ball Werner. Das könnte die Gelegenheit geben. Weg ist der Ball. Chelsea will die Führung. Vielleicht gelingt es hier nur bei dieser Ecke. Ecke kommt. Er gibt alles. Rüdiger. Er gibt 130% mindestens. Kai Havertz. Vielleicht auch weniger. Und dieser Strom. Das ist gut. Kai Havertz. Auf dieses Szenen haben wir ja alle gewartet. Das ist einfach eine seiner großen Stärken. Das kann er. Ein Riesenspieler. Aber er hat hier ein Tor geschossen. Und das deswegen hat er. Und den macht er mit seinem Schwächeren, Buschi. Ja, so schwach kann der aber nicht sein, wenn er damit trifft. Jetzt also Rückstand für Manchester United. Ich bin froh, dass sie auf der Hand der Tische
Nur das T-Shirt ist 20 Euro. Knappe Zeit, dass Führung du mal eins kaufst. Ja, ihr bekommt eins gratis und ich krieg keins. Das ist ziemlich fair. Ich hab's auch nicht gratis bekommen. Ja, ich hab's auch bezahlt. Da will ich es halt wenigstens zum Einkaufspreis. 20 Euro. 20 Euro. Das ist nicht zweite Spielhälfte mit diesem Rückstand von Manchester United gehen wir wieder hin. Ja, was ist der Verkaufspreis? 30. Ja, mach mal 15. Pogba jetzt. 15. Du hast sind wir hier auf dem Flohmarkt? Nein, wir gewonnen. Du hast nur das Glück, dass wir kein Versand zahlen. Das hab ich. Pass auf die Auswahl. Nee. Du kannst kein Versand zahlen. Oh, Kante. Kante. Klasse Chance jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Keine Tor-Maschine. Er macht heute bislang eine gute Partie für dich. Wie siehst du es? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion. Jorginho. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Oh, da war das mit dem taktischen Panzen zum Pogba. Das nämlich perfekt gemacht. Ja, weißt du, was geil wäre? Cavani jetzt. Ballbesitz Bruno Fernandes. Thiago Silva fängt diesen Ball ab. Ah, ein bisschen wie der Berufsspiel waren. Wie der Ballers. Ein T-Shirt bestellt. Gute Chance. Schon wieder. Sicher, sehr gut. Spiel der Umbereiter spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Ja, ich sehe deinen Kreis, Alter. Sagt aber trotzdem ganz klar, was er. Ja, eben. Das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Ich sehe deinen Kreis, Alter. Ja, ich sehe ihn doch. Ja, ich habe ja nichts Falsches gesagt. Komm. Ja, wer sagt, dass Werner kein Tor hat? Was? Warte, was hat er jetzt gemacht? Oder? Gute Sehnsüge. Torwart fliegt in die Ecke, Schuss kommt in die Mitte. Jetzt trifft er recht. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Sie holen sich den Ball im Mittelfeld jetzt wieder. Timo Werner. Die FIFA mit dem Reklam, was auf dem Spielfilm da los ist. Das frühe Stören jetzt. Ha? Sehr viel dazwischen. Drei, schade, für drei haben sie auch Reklame. Jetzt Cavani am Ball. Mason Greenwood. Da kommt der Pass. Gute Aktion. Nein! Ja, ja, komm! Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Ecke kommt in den 16er. Ui, der wurde. Ja, komm, Alter. Der wurde richtig zerfetzt in der Luft. Hast du das jetzt gesehen? Warte, wieso hast du es nicht gelassen? Ich wollte sehen, wie das aussieht. Wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Oh, schade. Weil das Foul hätte ich gerne gesehen. Klasse gemacht. So, Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Azpilicueta klärt nach der Flanke. Bruno Fernandes. Sie können das Tor hier tatsächlich noch verhindern. Ja. Na, jetzt haben sie den Ball, können ein bisschen durchatmen. Das war knapp auf der Linie, so gerade noch geklärt. Jorginho. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Okay, ich kann nur sagen... Da lässt er den Gegner aufsteigen. Timo Werner, gut durchgesetzt, gefährlich. Guter Konter, aber der Abschluss... Ja, es ist richtig schlecht. Wir müssen die Kommentatoren... Wenn wir ehrlich sind, müssen sie mehr rausmachen. Aber eigentlich eine vergebene, verschenkte Chance. Jungs. Die Kommentatoren müssen wir ausmachen. Also noch leiser machen. Das gibt Freistoß für Chelsea. Man hört fast gar nichts.
Ich glaube, niemand in die Leistung kommt. Ich will nur sagen, was ist da los, Alter. Klasse Pass. Lada, klasse Chance. Was für eine Aktion. So gerade. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schuss. Ist wieder Hilfe. Alter, jetzt kaum übertreibt doch. Jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Wer zieht die Schuhe? Aaron Wan-Bissaka. Die Schuhe werden nicht ausgezogen, wenn man vor der Tür steht. Ja. Bruno Fernandes. Und das ist der Ballverlust. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Ja. Es sieht alles andere als gut aus. So, okay, vor Spielende. Okay. Wie fällt deine Analyse? United ist hier völlig chancenlos. Das war der Linienrichter. Es geht nur noch darum, irgendwie das Gesicht zu wahren und diesen Tag irgendwie zu beenden. Bitterer Tag für alle United. Die Bohrmaschine bohrt in den Beton rein. Der Brunners versucht hier zu gewinnen, aber heute. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Kann sowieso nicht gehen. Oh, viel Platz jetzt. Ja. Das muss es sein. Super Tor. Genau diese Tore kennen wir natürlich auch von ihm. Jetzt lass mal, ich will sehen, was er macht. Wow. Kannst du wenigstens den Siegesjubel überholen. Nur das Tor. Ja, Biggie hat gesagt, lass mal. Nochmal der Treffer in der Wiederholung. Und jetzt sehen wir auch. Klarlinie gibt es auch. Ja, das will ich sehen. Klarlinientechnik war ein knappes Ding. Das ist definitiv kein Tor. Das ist klar. Frage ist, ob das. Schon ein Millimeter hat schon berührt. Ja, denke ich mir. Jetzt ist es. Es ist schon ein Tor. Es war schon ein Tor. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Es ist klar. Zu spielen ist auch nicht mehr. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Bruno Fernandes. Fred. Und Uncavani. Hi, Jungs. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Und da klingelt im Kasten. Alter, guck mal, die spielen nicht mehr. Alter, kann ich nicht mehr. Freude kommt aber natürlich nicht mehr aus. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steinbass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sich und versenkt das extra Ding gelassen, dass ich ihn einwechseln kann. Ja, dass er anschauen kann, wie ein KT reinkommt. Haben wir bereits gesehen. Coming on to the pitch. Viel bringt ihnen dieser Ehrentreffer natürlich nicht mehr, aber immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, Wolf, das ist ein schwacher Trost für die Fans, aber ganz ehrlich, heute war nicht mehr drin. Schöner Pass. Toller Pass. Jetzt vielleicht. Alter, Werner. Er geht dazwischen und verhindert das Angriff. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Nicht mehr lange zu spielen. Chelsea wird die 3 Punkte mitnehmen. Da sind sie zumindest die Fans schon mal sicher. Ja. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Da ist er hin. Da ist der neue Mann. Pepsi, ob das jetzt ein Tor wird? Ganz klar, so richtig schnell gehen muss es für sie jetzt nicht mehr. Aber das ist ja verständlich. Sie liegen vor. Er hält den Ball fest nach diesem Freistoß. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. 90. Minute regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Edinson Cavani. Maguire hat ihn. Bruno Fernandes. Jetzt gibt es Freistoß für Manchester United. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Wäre ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Den Ball fängt er. Das war nicht der beste Freistoß. Knapp. Und hopp. Und hopp. Ja. Ah, immerhin. Lindelöf. So, Schlusspfiff. Das ist die Niederlage für Manchester. Warte, ich möchte. Sitzen willst du mir deinen Controller? Ja, den habe ich nicht jetzt eingespielt. Das ist mir egal. Nein, ich will nicht. Ich will nur den Kommentator leiser machen. Ja, super. Das ist wieder.
Stimme nicht jetzt pro Club. Ja, ist wer da? Anpassen, Einstellungen. Kamera, Audio. Gib mir mal ein paar Mozartkugeln, weil du sagst, die sind nicht gut. Ja, auch. Wenn es keiner essen mag. So. Dialogsprache. Deutsch, warum Deutsch? Ist man Arabisch oder irgendwas? Ja, könnte man machen. Chinesisch. Ich hoffe, das ist jetzt so, wie ich es gemacht habe. Schau mal, ob es Chinesisch gibt. Das würde mich interessieren. Sicher gibt es Chinesisch. Und dann? Ja, dann machst du es bei dir, wenn du möchtest. Bei mir nicht. Und so nicht. Und wer halt mal was Neues. Ne? Zwei Mitglieder sind online. Wie lange streamt ihr heute? Keine Ahnung. Also, wie machen wir das jetzt? Macht sich jetzt jeder ein Spieler und dann pro Spiel? Ja, aber ich wüsste, du kannst nicht alleine zocken. Ja, vielleicht kommt wer. Hört man eigentlich den Stepsi im Stream? Das ist die größte Frage. Der Stepsi redet 200 Meter Entfernung. Ja, kommt hin. Ja, mal diese Entfernung mal 2. Mal 100, wollte ich sagen. Mal 2, mal 100. Ja, spielt, was ihr möchtet. Mir ist es sogar. Na, spiel jetzt. Ja, spiel. Du spielst jetzt. Lust. Du bist jetzt dran. Ich bin sowieso, mir ist es egal. Spielt einfach, Jungs, was ihr möchtet. Ich bin hier, um Kommentator zu sein, ein bisschen zu schauen, was die Leute sind. Ich bin hier, um die 740 Abos zu knacken. 20 Likes. Handy, ja. Ja, soll man turnieren schon? Ja, wenn es geht, mir ist es egal. Muss gehen. Warum sollte es nicht gehen? Alles muss. Schauen wir gleich. Dominik Häufer. Da war ja Turniere, ja, oder? Herzlich willkommen. Kannst du mitspielen? So, Länderpokal der Frauen, neues Problem. Du musst ein Abo da lassen, Like da lassen und Stepsi 99 Freundschaftsanfrage schicken. Nein, das geht nicht. Was? Ja, wie soll er mir jetzt Freundschaftsanfrage schicken? Ach so, ja, du musst den Club eine Freundschaftsanfrage schicken. Stepsi 99. Biggie oder Branimir 13 eine Freundschaftsanfrage schicken. Also Abo da lassen, Like da lassen, dann geht's. Dann wird der Dominik sehr lange warten, dass ich das akzeptiere. So. Könnte schlimmer sein. Ja, können wir ein Online-Turnier machen? Geht das? Ich glaube schon. Ich denke auch, ja. Ich glaube, das kann so. Aber ich glaube, das ist eh nicht so schlecht. Gruppen- und K.O.-Phase, ja. Ja, genau. So, dann können wir ja, keine Ahnung, wenn wir 16 Mannschaften machen. Ja. Dann automatisch besetzen, ja. Nein. Nein. Mein Turnier von mir. Biggie und Stepsi. Ach komm. Mein Turnier, ja. Der? Nein. Ich hoffe, wir sind gut reingeschickt. Ja. Kann ja nicht viel passieren. Oder? Nehmen Sie uns einfach mal B. Ups. Biggie und ja, nennen es B und S. Ja, wenn ich das Unzeichen finden würde. Sonderzeichen. Ja, super, was sind das? Aha, nein, wir sind Sonderzeichen. Ja, das sind ja keine Sonderzeichen. Ja, wieso kann ich jetzt nicht unten? Da oben ist und ja, kann ich doch noch nehmen. Ja, BSZ. Ja, genau, das so machen wir es. BSZ. Hast? So. X. So. X, Y, Z. Team ersetzen. Kann man hier irgendwie so zufällig?
Team hinzufügen. Wo bist du denn? Ein Dreieck drückst du. Ah, hinzufügen, da ist. Ja, jetzt wählst du dein Team, was du möchtest. Ja, mach mal irgendwie, oder? Was irgendwie? Ja. Du nimmst dir das Team, was du spielen möchtest. Ja, wir müssen die anderen auch besitzen, oder? Ja, dann hättest du ja viel leichter die Champions League starten können und fertig. Ja, kann man das nicht übers Internet, also online zocken, das Turnier? Ich glaube, du kannst irgendwie ist gestanden ein neues Turnier oder was? Warte, jetzt gehe ich nochmal schnell raus. Du kannst hier ein neues Turnier machen. Ja. Ja, und dann kannst du so quasi wählen, in welchem Land oder irgend so was. Ja, welche Pokal wir spielen. Ja, in welchem Spiel macht? Was schreiben die Leute? Nichts. Welchen Pokal spielen wir? Keine Ahnung. Ja, englischen Pokal spielen wir. Ja, okay. Englischen. Hoppla. FA Cup. Okay, dann spielen wir den. Okay. Ja, jetzt wirst du dein Team. Okay, aber online. Online glaube ich nicht. Na, das ist sicher nicht für online. Geh mal raus. Geh mal nochmal raus. Und jetzt geh mal rechts. Mit der. Eigenes Turnier. Turnierladen. Eigenes Turnier, wenn du hast, das war das vorher. Das war das eine vorher. Ja, schauen wir mal eigenes Turnier. Drück mal rein, dass wir da reinschauen. Ich habe keine Ahnung. Ja, da können wir ein eigenes machen halt. Ja, ich mache jetzt einfach Gruppen-K.O. und fertig. Und sonst glaube ich, machen wir heute gar nichts mehr. Das nehmen wir BSZ. BSZ. Zack. Aus. Also, aber nein gesagt. Schaffen. Bitte? 32 Mannschaften musst du dann schon K.O. Gruppe und K.O. spielen. Sollen wir 32? Ja gut. Passt? Moin, servus Mario. So, was willst du spielen? Ja, ich spiele Chelsea wieder, wie immer. Passt, dann spielst du Chelsea. Ah, geht schon in die Richtung. Passt. Was willst du spielen? Was gerade eben war, Atletico. Atletico Madrid? Ja. Boah, du bist voll, Alter. 5 Sterne. Okay. Ja. Dann spiel ich. Ja, wir möchten ein Turnier machen. Mario, kannst du uns mal erklären, wie es funktioniert? Spiel ich Real. Und drück mal fertig. Sollen die Plätze reißen? Ja, Nein. Wieso nicht? Dann muss ich ja alles hinzufügen. Ja, aber das ist nicht online. Na, nicht nur online, das ist nicht. Du hast nur mich gesetzt als Spieler. Ja. Ja, es kommen ja doch Gespiele und dann kannst online, du ja den ja, Joystick online, links online und rechts spielen, oder? Machen. Du kannst es nicht wechseln. Ja, nein, es geht ja, nicht. Ja, da macht ihr. Geh mir raus, das wird nichts. So, warte kurz. Wir warten. Online müssen wir gehen. So, Freundschaftsspiel, nein. Okay. Turniere PS4. Okay. Nein, das ist wahrscheinlich Live-Turnier oder ja. Nein, das interessiert uns nicht. Season Pro, ich glaube, das geht nicht. Man kann keine Online-Turniere machen. Ja. Denke ich mir. Ein Freundschaftsspiel vielleicht geht da. Freundschaftsspiele. Ja, dann können wir halt nur so spielen, oder? Neue Freundschaftsspiel-Season. Was ist jetzt, wenn ich die alle da einlade? Achso. Ja, das kannst du halt gegen ihn spielen. Kannst du nur gegen ihn spielen, ja. Leute, Coop Season, was ist das? Achso, das so, ja, okay, ich verstehe schon. Ja, das ist ja.
Was? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade zu verwirrt bei dem Ganzen. Es ist ein bisschen zu verwirrend, dieses Spiel. Was? Warum bin ich jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Leute, macht was ihr wollt. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich bei FIFA sowieso nicht so extrem aus. Aber ja, komm, du kennst ihn. Nur das. Es geht sowieso nicht online. Was ich meine, du musst ein bisschen Bananen bestellen mit deinem Handy. Bitte? Bananen bestellen für morgen. Ach so, Bananen? Ja, klar. Ja, was ist mit deinem Handy? Was glaubst du, was mit deinem Handy ist? Weiß nicht. Muss ich dir alles erklären? Ja, dann musst du es aber hinten da. Das Kabel rein. Ja, spielt doch einfach Ultimate Team oder so. Ja, spielt Ultimate Team, Jungs. So. Und wo ist mein Scheiße? Und so. Und das Problem ist gelöst. Okay, was hast du jetzt gemacht? Ja, Champions League spielen wir. Achso, ja. Ja. Einmal ist Atletico, einmal ist Real, und einmal ich. Okay. Ja, das macht auch keinen Spaß, oder? Nein. Ja, wie ihr wollt, entscheidet, weil eine halbe Stunde rätseln wir, was wir zocken. Ja, dann können wir mit den Jungs nicht zocken, weißt du? Ja, wer sind die Jungs? Wie viele sind da? Wer zockt denn? Nur drei Leute haben, können wir zocken. Aber du brauchst ein Mann noch, dass du Ding stoppen kannst. Macht euch doch alle in eine Gruppe rein. Und dann bist du nicht, dann bist nicht durch. Ja, mir ist es egal, Leute, spielt wie ihr es möchtet. Okay. Ja, so geht's schon. So geht's schon. Das geht nicht. So geht's schon. Es geht nicht. Geht nicht. Macht einfach, machen wir weiter einfach. Ich spiele jetzt gegen Steps. Ja, genau. Fertig. Ja. Wir spielen ja Ultimate Team. Wir hätten einfach bei Steps in den Stream starten sollen, dann könnten wir rein Ultimate Team zocken. Oder keine Ahnung. Hast es ein gutes ist einfach. Ultimate Team. Es ist einfach zu kompliziert. Was mich angeht, könnten wir. Besser hätten wir Binding auf Eisen gezockt, da können wir auch zu zweit zocken. Ich kenne Binding auf Eisen. Musst du auch nicht. Dann hat er gesagt, wir hätten Monopoly spielen sollen. Du machst einen Stream mit Monopoly und fertig. Nee, vielleicht kann man Monopoly downloaden. Und dann gegen irgendeinen anderen zocken. Ja, was? Spielt Volta, ist lustiger. Was ist Volta? Was ist Volta? Das ist Volta. Ja, das ist dieser Pro Street, oder? FIFA Pro Street. Naja. Ist der bräunlich? Ein paar Kick. Ach, bitte, sag bitte nichts. Wieso kann ich meine Spieler nicht hinstellen, wie ich möchte, dass sie aussehen? Oder meine Formation, würde ich sagen, nicht wie sie aussehen sollen. Ja, das hättest du vorher machen sollen. Aber ich denke mal, Stepsi hat dann schon auf Spielen gedrückt und deswegen. Ihm ist egal, Leute. Ich hab schon nichts gesagt. Stimmt. Es sind so kleine Tore und ihr ballert voll drauf. Ja, das ist so geil. Das Spiel, das war jetzt richtig komisch.
Kommentatoren sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege von Buschmann. Und der einzige Spieler, den ich in Atletico richtig nicht mag, ist dieser Kiffer. Eine Menge drin. Trippier, Entschuldigung. Trippier mag, glaube ich, keiner. Habe ich auch. Alles. Atletico hat jetzt vielleicht Platz auf dem Flügel. Zweikampf war gut, es wird hier mit Ecke weitergehen. Oh, jetzt was? Nein. Konrad, du musst kommentieren, Alter. Ja, jetzt. Ja, also. Ja, nicht nur essen, Alter. Also, der blaue Typ mit dem. Also, der Typ mit dem blauen Pfeil nimmt da einen Ball an. Was soll ich da kommentieren, Alter? Saul mit dem Ball. Ich werde dafür nicht bezahlt. Jetzt. Sie lassen sich Zeit. Ja, werden dafür bezahlt, da. Wie gemacht, was ist da? Hier ist auch nicht bezahlt. Fürs Essen, hier ist auch nicht bezahlt. Ja, das ist. Warum nicht? Das ist mal die Frage. Ja, ja, überlegt euch das mal. Ja, du halt. Du halt vom Tor das bist. Ja. Das ist so. Fast ein Tor. Hat nur drei Meter gegeben. Wenn du kein Fastfood-Restaurant hast und deine Reklame selber machst. Ja, das könnten wir machen, oder? Fast wir könnten Biggie und Stepsi schnell im Biss. Chelsea ist natürlich in der Spitzenbude. Das nehme ich auch. Ja. Ja, das wäre schon. Du wirst, und du wirst der Kebab-Priater, oder? Kebab, was? Du wirst den Kebab-Priater. Achso, na, das macht der Gerät. Und der Gerät wird niemals müde. Ja? Ich werde müde, er nicht. Ich so. Und muss ich ein bisschen konzentrieren. Muss sich ein wenig konzentrieren. Keine Frage für mich. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, dass diesen Elfmeter lassen. Jawohl. Und der war Schnieke. Das nehme ich mal jetzt lustig. Der Ball steht in der Mitte, der Kreis steht in der Mitte und du schießt links. Ja, ich verstehe überhaupt nicht, warum man den Kreis sieht. Der Kreis ist einfach da. Ja, ich sehe auch das. Tomo, alles Gute zum Geburtstag. Hey, von mir auch. Servus, Tomo. Ich hoffe, man hört uns jetzt besser. Hört man uns besser? Ja, es ist halt schwierig, Leute. Seid uns nicht böse. Seid uns nicht böse, weil wir haben jetzt nicht 10 Mikrofone hier beieinander, dass jeder ein Mikrofon hat. Schade. So. Schöner Pass jetzt. Flanke. Da hat nicht viel gefehlt. Die Idee war gut, schöner Lupfer. Bist du sogar der Trainer? Wenn Bruder da ist, von mir kommt Dislike. Ja. Sehr gut. Was, wer hat die geschrieben? Thomas. Ja, ich weiß schon. So, der Thomas ist der. Ja, er tut immer Dislike. Das habe ich schon gewusst. Jetzt habe ich es gecheckt. Ja. Also ich würde ihn für die Zukunft bannen. Wenn es möglich ist. Da lässt er den Gegner aussteigen. N'Golo Conte. Hast du das jetzt vor kurzem gelernt, oder? Ja. Oh. Junge, war das knapp. Jetzt macht er auf cool einen kleinen Trick an. Da waren sie doch noch zu logisch. Ja, er hat den sicher schon seit. Sicher 10 Stunden investiert und perfektioniert. Ach so. Ja. Kann man das sogar perfektionieren? Sicher, man kann es lernen und dann perfektionieren. Man kann es lernen und verlernen. Ja, auch. Aber was du niemals lernst, kannst du auch nicht verlernen. Ja, verstehe. Also, das ist ein bisschen so. Da hast du recht. Ja? Komm, jetzt mach eins. Jawohl. Da hast du recht, oder? Was man nicht lernen muss man da auch nicht verlernen. Ja? Ist so. Ist nicht korrekt, viele Likes und Dislikes. Ja. Viele Likes und keine Dislikes. Ja, wir brauchen heute 30 Likes und 740 Abos. Das wäre mal was. Ich dachte, 740 Dislikes. Ja, 740 Dislikes. Ja, aber das brauchen wir nicht. Carrasco. Atletico verliert den Ball. Saul. Erholt.
holt sich vorne den Ball. Ich glaube, fast da war ich glaube, so viel hat gefehlt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ein wenig ist es vorbeigeflogen. Ja, aber das war schon eine richtige Richtung, war es auf jeden Fall. Ja. Ball bei Jorginho. Kanté mit dem Ballverlust. Und Suarez. Llorente. Starke Pässe jetzt von Atletico. Llorente. Zurück zu Suarez. Wie geht's dir so? Hast du? Konzentriert. Gute Chance. Nein, bist du nicht. Bitte bring mindestens Leute für 30 Listenlikes. Oder bring lieber Leute für 30 Abos. Man merkt schon, dass ihr die letzten eineinhalb Monate ziemlich oft zusammengezockt habt. Ja, 1-1. Und was bei dir auch? Was war es bei mir auch? 1-1 und dann bist du gefallen. Ja, und dann bist du gefallen wie eine Burg, die einfach zusammenfällt. Wenn eine Burg zusammenfällt, das macht du. Bei mir war es 4-2. Ein Burgzusammenfall ist. Ja, was ist 4-2? Ein Burgzusammenfall ist 12-2. Ja, ja. Jetzt kommt es. Es gibt Vorteil für Chelsea. Ja, ist ja so. Ich bin höchstens ein Lastwagen, der umgekippt ist. Ein besoffener Lastwagen. Ja, genau. Ja, hast recht. Ja. Könnte auch sein. Ja? Hat so ein bisschen Logik. Er übt heimlich. Sie suchen hier einen Charakter. Leider, du musst mein Ultimate Team sehen. Dann wird er schon bewusst. Das ist jetzt eine Chance. Ah, komm, das war nie im Leben war das. Das war nie im Leben war das. Never ever. Rüdiger. Oder Rüdiger. Boah! Was ist mit dem Rüdiger los, oder? Ich glaub, der Trainer haut dir. Was ist da los mit dem Rüdiger? Kriegst du einen auf die Fresse? Was ist denn mit Rüdiger los? Conte. Conte hat den Ball. Abwehr aufgepasst. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Ballverlust von Atletico. Da kann er sich den Ball holen. Wenn du unsere Köpfe so ansiehst, dann macht das genauso den Chef. Ja, der Stepsi hat die jetzt schönste Position von allen. Also den Chiller-Code. Nee, es ist so egal. Ja. Ja. Liegt ja nicht an mir. Es liegt nicht an mir, es liegt an mir. Ja. Das ist jetzt los. Das ist Halbzeit. Ja, der Werner, mit dem bin ich gar nicht zufrieden. Nicht? Ja. Was ist mit dem Rüdiger? Der Rüdiger ist Rüdiger. Okay. Was ist mit dem Rüdiger los? Du hast 2 Gelbe, ne? Ja, das wird ausschichtig jetzt. So, ich weiß, wer rausgeht. Der hinten. Du kannst doch nicht einfach Trippier rausmachen. Ich kann. Kann man nicht einen Tripper rausschmeißen? Kann ich den Tripper rausschmeißen, bitte? Ich will den nicht sehen, Alter. Ich mag den so nicht. Wieso? Kennst du ihn? Ja. Vielleicht ist ein ganz sympathischer Kerl. Ja. Ganz sympathisch, ich auch sehen, Alter. Ja. Also es gibt wirklich nicht viele Spieler, die ich nicht mag. Alter. Das ist einer, den ich nicht. Ja, aber vielleicht schaut er gerade zu. Ja, wenn er zuschaut, ich mag dich nicht.
Ich glaube, das ist irgendwie nicht gegangen. Ja, das glaube ich auch. Ich sage es nur nochmal. Also, du sagst es nochmal. Aber ich finde, dass wenn das ein Ring Foul für einen Elfmeter ist, der Handspiel. Ja, Alter. Das war definitiv Foul. Das ist so dumm, Alter. Zu 99.000% Handspiel. Ja, du schubst mich. Warum schubst du mich? Ja, lass ihn doch mal. Du hast jetzt deinen zweiten Elfer schon geschossen. Er hat mir eingeschossen. Das ist nicht fair. Ja, super. Siehst du? Ist eh abseits. Ja, deswegen sag ich. Wir sind zu Gast bei ihm. Du musst ihn eigentlich gewinnen lassen. Ja, nein. Ist logisch, ja. Ja. Das ist logisch. Siehst du? Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Wie siehst du Suarez heute? Spieler im Fokus. Er hat den Ausgleich gemacht. Das tolle Maschine im Fokus. Wird auch rauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Oh ja, da merkt man, wie die Fans. Das macht ihr. Wir spielen ein paar Runden FIFA halt. Keine Ahnung, was sie machen. Könnte was werden. Guter Pass. Oder vielleicht was anderes. Oder Bohrmaschine. Naja, das ist natürlich dann. Oder der Brüllers wird eine Bohrmaschine jetzt ausprobieren, die im Livestream. Ja. Hast du eine Bohrmaschine? Ja. Können wir einen Tisch durchbauen? Nein. Wieso nicht? Weil meine Frau dich umbringen will. Deine Frau hat gesagt, sie will den Tisch wechseln. Ja. Ich mache die Entscheidung nur ein bisschen leichter. Oh. Der war schon böse. Der war richtig böse. Ja. Aber wir haben doch gerade geredet. Hast du gesehen, dass ich in den Goal geschossen habe? Ich wette mit dir, nach dem Spiel macht er die Tür auf und sagt danke, tschüss. Ja, ich wünsche euch schönen Rückfahrt. Ja, wir müssen den Kampfhubschrauber rücken. Probiert es mit Beanhalten. Ja. Vielleicht fährt ja irgendwer von den Zuschauern als Salzburg. Gute Aktion. Frag mal. Fährt irgendwer nach Salzburg? Am besten von Wien. Stark gemacht, das könnte was werden. Und heute noch. Und heute noch. Heute Abend. Gibt's da irgendeinen Knopf, dass er irgendwen beißt? Das wäre geil, so ein Knopf. Und wieso trägt er das am Arm? Vielleicht hat er sich wehgetan. Weil er sich gut vorkommt. Ich denke, der hat sich beim Zwiebelschneiden einfach verschnitten. Und so auf meiner Bohrmaschine gebohrt. Er ist die Bohrmaschine. Er hat sich den Arm durchbohrt. Ja, komm jetzt einfach, oder? Ja, das ist ja schon wieder. Er schießt und kriegt ihn einfach, schau dir das an. Was? Also das war. Ja, siehst du. Das war heftig. Das Spiel liegt mir so auf die Nerven. Nee, ich spiel nicht mehr. Ich spiel nicht. Ja? Spielt ihr noch Pro Club, keine Ahnung. Ja, wenn Leute da sind. Die Leute, also meine Gäste dürfen entscheiden, was sie möchten. Ja, wie sollst du Pro Club spielen, bitte, wenn keiner da ist? Haben wir probiert. Also ich entscheide mich für ein Happy Meal. Ja. Pro Land Pommes, oder? Ja. Und Fruchtpüree, oder wie heißt das? Das war kein guter Kopf, war klar, aber... Fruchtgummi, Alter, sagt er. Was Fruchtgummi, da ist kein Dings. Pokémon-Karte. Alter, wieso passen? Ah ja, weil das eingestellt ist, warte, Entschuldigung. Alter, ich denke mir die ganze Zeit, wieso passen sie so behindert? Dann? Ja, drückst du mal da, L1? Nein, ich will nicht L1, sondern ich will dann nicht... Dann passen sie auch beschissen, wenn du nicht L1 gedrückt hast. Wo ist was? Nein, das ist nicht. Nein. Wie
Nein, das, da ist es nicht. Warte. Wo war das? Also ich war in Wiesenheim schon noch nie drin. Ich auch nicht. Ich war schon hier drin. Es nervt mich, weil sie passen da nicht dahin, wo ich es möchte. Sondern die passen dahin, wo sie es möchte. Und dann habe ich so 10.000 Fehlpässe. Der kommt nochmal so ein Tor, Alter. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Ziech. Könnte die Führung werden. Also 2-2 bis jetzt. Nicht so schlecht. Ja. 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 Kann man nicht sagen. Beide ziemlich gleich gut. Er holt sich den Ball. Das ist Atletico, das ist nicht Manchester United. Joao Felix. Ja. Abgefangen erstmal von Kanté. Hast du gegen Manchester? Ja. Was Manchester nur? Suarez. Ah! Ballgewinn, gefährliche Position. Kenne ich mit den Pässen da nicht aus. So viel Chelsea bemüht, aber noch fällt das Tor eben nicht. Ja, er ist Gastgeber. Das ist mir vollkommen klar. Das ist nicht bei dir geändert, das ist nur bei mir geändert, wie ich weiß. Die Blues starten. Ich glaube, das ist das ganze Spiel geändert, oder? Nein. Das entscheidende Tor machen. Da, das ist nur für mich geändert, oder? Chelsea verliert den Ball. Am Ball Joao Felix. Ach komm. Gibt Freistoß. Ah, das war jetzt schon ein bisschen heftig von Rüdiger. Das war nicht Rüdiger, Rüdiger ist schon draußen. Außer schade. Rüdiger. Rüdiger ist schon längst draußen. Ich glaube nicht, dass noch wer Pro Club mit euch zockt heute. Ja. Und dann keine Ahnung, was wir machen. 23 Meter. Das geht so easy aus. Der eine. Du spielst ein bisschen nach rechts und machst du. Warte, mit was schießt man? Im Kreis. Ich sehe gar nicht wie. Na, du siehst nicht, wie fest du schießt. Wieso hat er jetzt gepasst? Weil du sicher zu wenig. Zu lange gewartet habe. Ja. Oder so. Ja. Saul. Was beschissen. Ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Werner. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Steinpass kommt nicht an. Abgefangen. Ja, hätte da eine gute Aktion werden können. Gucke jetzt am Ball. Atletico Madrid nochmal mit dem Vorstoß. Atletico verliert den Ball. Da passt er auf. Zwei Minuten. Oder gutes Ultimate Team oder so zocken. Ja, ich habe kein gutes Team. Und wir spielen gerade bei mir und nicht beim Stepsi. Ziyech. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Oh mein Gott. Ja. Sorgt jetzt ein Standard für die späte Führung. Ecke in die Mitte. Oblak faustet den Ball weg. Da ist die Chance. Und das war's. Ja, also 11 verschießen ist, glaube ich, nicht so optimal hier. Gibt es jetzt Nachspielzeit, oder? Kannst du auswählen, ja. Golden Goal, oder? Klassisch, natürlich. Klassisch. Ich spiele sicher kein Golden Goal gerade. Spannendes Spiel. Machen wir weiter mit Verlängerung. Erster Durchgang. Mal sehen, wer konditionell besser drauf ist. Vorne der Ballgewinn.
jetzt können sie den Ball reinbringen. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Da trennt er ihn fair vom Ball. Pass kommt nicht an. Das muss Einwurf geben. Ja, das ist blöd. Ich sehe gar nicht, wie viel ich auflade. Gar nichts. Ballverlust von Scherzi. Ja, du bist nach rechts. Ja, ja, ich auch scheiße. Carrasco. Fairer Einsatz hier. Mason Mount. Guter Pass. Gute Aktion. Alles offen. Klasse vom Torwart. Er pariert diesen Kopfball. Da hätte man mehr aus der Sache viel machen. Viel übersehen bei diesem Pass. Ja. Auf außen ist Platz. Oh, dafür schaut es jetzt viel an. Er zeigt sich, wie man so knapp. Klasse Einsatz, faires Tackling. Ballverlust von Atletico. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Jetzt Scherzi mit der Offensive. Chelsea verliert den Ball. Hast du den Kommentar eigentlich ganz abgedreht? Nein, man hört ihn sicher, aber. Sehr gut. Viel mit Auge. Aber wir sind alle so konzentriert und still. Ja, du bist so konzentriert. Was willst du, für was bist du konzentriert? Lass mich mal. Ja, ich weiß nicht. Du musst in den Chat schauen und schauen, ob die Leute da sind. Da, Leute. Was die Leute machen, was die reden. Ja, nein, ich schaue in den Chat und dann kriege ich so einen Ball. Nein, schau ich dir den Ball zurück. Ja, dann her mit meinem Handy, dann schauen wir mal, was für ein Chat das ist. Hey, Alter. So. Live-Chat. So. Da geht er dazwischen. Die erste Hälfte. Also der Michael möchte auf jeden Fall mit uns ein Freundschaftsspiel online machen. Könnten wir machen. Und jetzt geht's so richtig an die Substanz. Jetzt müssen sie noch mal. Ja, aber der Michael könnte Dings spielen mit euch, mit uns. Ja. Was? Ja, unser Liga-Leiter. Müssen wir zum zweiten Mal anfangen, oder? Ja, schauen wir mal, wie viel kommen, ja. Einfach für den Torwart. Können wir auch machen. Ja, das sieht gut aus. Jorginho, der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ja. Erneut so ein hervorragender Pass. Erneut der Ball Werner ist richtig Madrid. Beschissen, so wie in echt. Bündelt er gar nicht. Faul. Super Pass. Spiel. Maitland 10 fragt Pro Cups. Ja, wir spielen. Aber wenn du mitzocken möchtest, Abo da lassen, Like da lassen. Ja. Michael, wenn Mike dazukommt, sind wir zu dritt. Hab schon alles. Ja, dann. Ist sehr gut für dich. Trotzdem danke für danke das Abo, für das Like. Vielen, vielen Dank. Ja, schön. Ja, schön. Oh mein Gott. Ja, was? Ja, du, er war konzentriert. Ich bin gerade über. Könnte die Führung werden. Er sehr konzentriert war. Oh. Deswegen verstehe ich es auch. Sehr gut für dich. Ach, sehr schön für dich, wie hat er gedacht. Man muss eigentlich mindestens zu viert sein für Pro Clubs. Nein, zu zweit. Nein. Zu zweit. Zwei. Zwei Personen. Oh, der Werner. Boah. Komm jetzt, mach's endlich. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Ist ja logisch, er macht es nicht. Ja, macht aber das dafür, ich hab einfach einen guten Plan. Ja, ey. Du hast einen Jan Oblak. Der Ball kommt rein. Da müssen wir den Ballverlust hinnehmen. Jeder zockt mindestens zu viert.
gerade, das stimmt. Ja, ja, ist mir egal. Wir zocken ja zumindest. Wir spielen zu dritt, viert, fünft. Da kommt jetzt genau das, was nicht passieren sollte. Also ich glaube, den hat er jetzt wirklich nur mit Glück abgehört. Kein Tor, der Keeper! Ja, beim Elfmeter kann der Keeper eigentlich nur gewinnen und ihr tut das. Starker Schuss! Ah, komm! Total sicher Verwandlung. Bist du schon nervös? Ja. Ich würde auch nervös. Werner war's. Ja, wer sonst, Alter. Ja, lass du eigentlich den Tripper schießen. Nein, der Tripper ist draußen. Tripper ist draußen. Oh, nein, das seid nicht so gemein zum Tripper. Aber wie springt man eigentlich? Ja, mit Kreis, oder? Mit Kreis, mit Analog, links, rechts. Welchen Analog links? Ja, mit den links. Mit den rechten oder mit den linken? Beide. Ja, super, danke für die schöne Erklärung. Siehst du, Michael sagt, man kann Zielen ausmachen, dann siehst du nichts. Ja, was ist das spannender? Ha, komm! So, jetzt will ich nervös werden. Ja, bin ich eh. Ja, du schwitzt schon. Jawohl! Oh. Ich hab keine Ahnung, wie man eigentlich spielt. Den versemmle ich jetzt sowas von geil. Das wirst du sehen. Warum schubst du mich immer? Ja, ich hab dir gesagt, er muss gewinnen. Schieß mal rechte Seite, oder? Rechtes obere Eck. Ja. Rechtes, linkes unteres Eck, würde ich sagen. Ah, rechts oben. Fell taste, mach oben, dann ist Ziele aus. Ah. Ja, wir machen das nächste Mal Zielen aus. Wahrscheinlich. Aber du siehst, die zwei haben gerade so viel Spaß. Ja, der ist so schlecht im Schießen. Der geht vorbei! Ja, der schießt. Ich merke schon beim Ziehen, dass er so schlecht ist. Pfeiltaste nach oben. Pfeiltaste nach oben ist Ziel neu. Ja, aber wir wollen ja mit dem Kreis schießen. Du siehst, sie wollen mit dem Kreis schießen. Also von daher. Ben Chilwell! Alter! Oh, das war böse. Ich glaube, der kann nächste Runde sicher nie mehr abwehren. Das wird jetzt spannend. Das war knapp. Das war knapp, ja. Ihm geht's wieder gut. Ja, er ist wieder gut. Da steht sogar rechts oben Ziel rein aus. Ich weiß aber. Wir wollen ja das nicht. Jetzt der Tormann. Jetzt ist es spannend. Michael fragt, wie lange noch? Ja, siehst du. Also ich glaube, wir machen das die ganze Nacht, wenn es so weitergeht. Ja, sobald wir ein Tor schießen. Wieso schießt dein Tormann jetzt durch? Ja. Und er ist ja wie ein Torwart, schau. War der 100 so ein scheiß Schuss. Der war knapp. Zweite Serie. Was ist das für ein Krimi? Das Elfmeterschießen. Warte, das wäre ein Tor. Warum zieht eigentlich überhaupt die Rechteck?
Boah, aber. Ja, mein Fehler. Ja, ja, ja. Ja, würdest du nicht da hingehen? Dann wäre das ist ein Tor. Ja, ich habe mich zu früh bewegt. Mein Fehler. Jetzt hör auf, mich zu schubsen. Ich habe gesagt, er muss gewinnen. Wenn ich euch nicht schubse, dann spielen wir die ganze Nacht. Jorginho macht die nichts, so jetzt wirst du sehen. Der Torwart hat ihn. Knapp. Das gibt ihm jetzt noch mehr Sicherheit. Also wenn es so weitergeht, dann sind wir morgen noch. Michael, ich glaube, wir gehen mal schlafen. Das wird heute nichts. Sicher wird das was. Links 2, 3, 4, links 2, 3, nicht der Ball. Oh, der war schön. Wer macht's? Ja, der Rüdiger, da hätte er es gemacht. So, Michael, du brauchst nicht schlafen gehen. Ah, der war jetzt richtig schön geschossen. Schau dir das an. Boah, der war jetzt. Der war schon böse. Sensationell, ja. Naja, Gratulation. Könnte schlimmer sein. So, was schreiben die Leute? Sie schreiben, dass ihr endlich aufhören sollt und Gas geben. Ja. Ja. Wir haben gewonnen. Auf jeden Fall. Wir haben gewonnen. Ja, nein, jetzt nicht. So. Stecken wir das Handy mal an. So, du übernimmst jetzt wieder mal den Chat. Den brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, oder? Nee. Nein. Aber ich lasse ihn laufen, oder? Ja. Ja. Ja, Real Barca. Der Gastgeber darf die erste spielen. Nein, nein, nein. Ich hab... Dann darfst du. Ja. Will ich auch hoffen. Will ich auch hoffen, sagt er. So, dann spiele ich defensiv mit. Ja. Na, du kannst auch Angriff spielen. Na, Michael spielt Angriff. Der ist der Michael nicht schlafen gegangen. Nein. Der war sicher so kurz davor. Ach so. Aber dann musstest du ja ein Tor schießen. Ich meine, er ist, schau, wir sind jetzt live, gell? Ja. Sobald wir hier zack ausschalten, macht er die Tür auf und sagt, geht. Ja? Das ist so. Das ist jetzt alles nur wegen dem Michael. Ja? Er hat gestresst, gell? Ja. Ja. Und genau der Werner macht's noch an. Ja? Was heißt noch der, schlimmer ist. Heißt er zufällig Michael Werner. Könnte sein. Ja. Ich weiß nicht. Ich auch. Ja, das weiß ich gar nicht so schlecht. Ah, das weiße Dingskunst. Das weiße Dingskunst. Ja, Werbung darf man ja nicht machen, oder? Ken in Hall-Lehrer, danke für dein Follower. Achso, man sieht es nicht so. Dankeschön für den Follower. Like da lassen, Abo da lassen. Big and Stepsy. Auf da, YouTube. Dann kriegt ihr sogar ein Raffaello. Oder Stepsy? Ich begrüße Sie in der Red Bull. Ich esse es noch dann für euch. Wo ist das? Das ist gut, oder? Am Mikrofon sind auch heute wieder einmal Wolf und Fußmann. Und wir beide freuen uns natürlich auf dieses interessante Spiel. Das müsste eine harte Partie werden. Bisher hat sie überhaupt noch nicht reingefunden in diese Saison. Drei Spiele sind absolviert. Es sieht nach Abstiegskampf aus. Das ist nicht das, was man sich erhofft hat. Mit der Position nicht klar. Von daher ist das heute eine besonders wichtige Partie. Die Wende soll. Du musst dein Bestes geben, lass mich mal schnell raus. Ich gebe doch mein Bestes. Es gibt Ecke. Uff. Gefährlich jetzt. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. Wenig schlafen ist heute. Ja. Da versucht er es von ganz weit draußen, aber du willst schlafen gehen, das geht doch nicht. Den Ball erobert, da macht sich der Hohl.
Steilpass kommt nicht an. Abgefangen. Hätte eine gute Aktion werden können. Da ist die Balleroberung. Ja, klasse Pass. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Flanke kommt. Jetzt der Schuss. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich. Was für ein Reflex. Jetzt kommt die Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Er versucht. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Jetzt die Ecke. Guter Vorstoß jetzt. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Sehr gut aufgepasst. Tolles Zuspiel. Sieg zu holen. Ja, da ist Platz jetzt. Muss man mal schauen, die sind recht schnell. Kommt mir der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet ein klasse Keeper aus. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig, kommt nicht hinter den Ball, viel zu ungefährlich. Und da ist der Ball wieder weg. Gute Aktion. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Könnte in Konter gehen. Vielleicht machen Sie was aus diesem Konter. Ja. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Die Chance! So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut. Setzen sie ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber... Der Grünkopf hat's gemacht. Wunderbar, wie er diesen Ball trifft. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Hat der Keeper keine Chance. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Auf außen ist jetzt Platz. Gut verteidigt. Und damit sind sie am Ball. Schöner Versuch. Da hätten sie die Führung ausbauen können, aber so bleibt es hier eng. Den müssen sie machen, dann haben sie ja alles im Griff. So bleibt es weiter spannend. Ribéry. Super Trick und dann ist er vorbei. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Erstmal geklärt. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Der Ballverlust. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte, was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Gebt abseits, da läuft er einen Moment zu früh los. So.
super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Spielverlagerung jetzt. Oh ja. Da hat der Platz, jetzt die Flanke. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Das Pressing ist da. Ganz energischer Einsatz. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Flanke kommt kurz. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Also schon. Ja. Irgendwie läuft's. Das läuft super. Siehst du, dass es super läuft? Irgendwie läuft. Und er gewinnt den Zweikampf. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Ein berechtigter Ball. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Alles offen. Ja, Jungs, ihr müsst das gewinnen. Ja, sie können. Ja, wir sind ja gut dabei. 45 Minuten sind rum, ja, steht 2:0. Auf keinen Fall ein großes. Kannst du weiterspielen? Ich muss ganz dringend aufspielen. Ja, super, jetzt bei 2:0. Ja, du dann magst du schon. Ich habe du weiter bei 2:0. Ich habe Vertrauen in dich. Du verlierst 3, 4, 5 noch. Ja, das schaffe ich schon. Wir packen das jetzt. Die Spieler sind zurück, die zweite Hälfte beginnt. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Ah, das ist halt Arbeit. Und jetzt die Chance. Hervorragend dazwischen gegangen, das war wichtig. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ja, Jungs, passen, passen, passen. Da war er deutlich im Abseits. Ribéry. Tick-Tack, Tick-Tack. Die Uhr tickt für den Außenseiter, der hier überraschend in Front liegt. Und das alles andere als unverdient. Er kann es machen. Schöne Flanke. Und das Tor. Dadurch kommt wieder. Das. Drei Runden. Ich bin ja Überfall, da wundert es mich nicht. Ich will ja nicht meinen Charakter. Schau noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. So. Alles richtig. Super, jetzt verlierst du schon wieder 3-0. Passen Jungs, ja natürlich passen uns. Sie liegen deutlich vorn. Den Ball holt er. Also verlierst du 2-0, das gibt's ja kein. Den Ball will er nicht. Vorhin 2-0 war. Ah, das habe ich nicht gesehen. Und das ist der Ballverlust. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Könnte in Konter gehen. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und wird das 4-0. Was war das denn
Es ist leider 4-0. Ist es, ja? Leider, leider. Aber es ist voll schwierig, wenn du auf einmal so eine andere Position spielen sollst, gell? Ja. Und ich bin es gewohnt, dass ich immer vorne spiele und dabei brauchen sie dich eigentlich hinten. Alter! Aber es ist schon wieder so ein Tag, wo es einfach nicht reingeht. Das ist so. Na. Veitin, kann ich mitspielen? Veitin, natürlich kannst du mitspielen. Abo da lassen, Like da lassen. Und dann kannst du gerne mitzocken. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Gute Chance. Und die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. Keine gute Leistung Glück, heute, Junge. Aber hier ist der Torwart mal zur Stelle. Es gibt halt so Tage, wir kriegen Geld, die nicht hecken, sondern versucht auch das Beste rauszuholen. Danke für dein Abo und dein Like. Einwurf, der Ball war draußen. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zurecht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren, diese Verwarnung geht in Ordnung. Such unseren Club, Biggie Stepsi. Dreierpack! Die Ball war schön. Ja, der schaut knapp so wie mein Charakter aus, ha? Irgendwie schon, gell? Frisur fehlt noch ein bisschen. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Biggie pennt schon. Biggie schläft schon, leider. Machen wir noch ein, zwei Matches und dann lassen wir den Biggie schlafen. Ich kann eh schlafen gehen, ich könnte eh. Tolles Zuspiel. Gefährliche Szene. Ich zog mich sicher. Verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Das sieht vielversprechend aus. Ball kommt rein. Ja, sie können ja erstmal klären. Ich sage mal. Zu viel. Oh. Sehr effektives Passspiel hier. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Klasse Pass. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da haben Sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen Sie einfach mehr machen. Da verlieren Sie den Ballbesitz. Und jetzt läuft ja, das ist mein God of War, ha? Das wird so ein geiles Spiel. Wann kommt das? Nächstes Jahr irgendwann mal. Nächstes Jahr, oh Gott. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Geilste ist, bei mir zeigt er auf dem Chat 0 Leute. Ach komm. Ist das möglich? Kann alles, das sein? Alles ist möglich. Klasse Pass. Ja, wie, wenn ich zuschaue? Alles muss er besser. Kann ja nicht nur Leute sein. Ich habe Stepsi eine Freundschaftsanfrage geschickt. Nein, das geht leider nicht, weil der Stepsi ist leider nicht zu Hause. Der darf heute nicht spielen. Hatte unseren Club Biggie Stepsi. Vielleicht machen wir ein Tor. Vielleicht. Vielleicht? Maybe?
Der Strafstoß. Oh, boah, der war schon knapp. Also. Der war richtig knapp. Ich weiß nicht, was das für ein Scheiße ist eigentlich. Was das für ein Spielplan ist irgendwo? Ja, pff, wird sicher. Irgendwer hat den sicher mal gemacht. Für mich. Was sagst du? Also ich gönne ihnen das Tor wirklich. Sie sind hier als absolute Außenseiter angetreten und verkaufen sich teuer. Yes. Das ist der Schlüssel. So. Meine Freunde. Also 5-1. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja. Ah, Entschuldigung. Ich komme in 10 Minuten nach. Was ist noch frei? Alles. GT, fast alles. So, wer? Du musst raus, geh raus, raus. Ich kann nicht, ich bin nicht Captain. Doch, du kannst raus. Ja, jetzt noch nicht. Ja, X drückt noch, ja. Da, ich bin raus. Schick mal den Setten eine Anfrage. Da. Der Stepsi kennt sich das. Stepsi, mach du das. So, ich hol mir mal was noch zu trinken. Ist das Ding nicht offen? Ja, ich war heute passiert wieder mal irgendwas. So, also. Ich hab keine Ahnung. Gemerkt, wie der Name war. Mhm. Ja, das ist ein Safety, oder? Ach so, ja. Na, der ist gar nicht da. Hast du es überhaupt angenommen, die Freundschaftsanfrage? Ja, ich glaube, der Bruder hat angenommen, oder? Ja, das hast du gesehen, oder? Normalerweise schon. Bei mir ist es nicht. Schau mal, ob der es angenommen hat. Das ist sicher. Wo? Ja, egal. Nein, das kann nicht unten sein. Vielleicht läuft ja der Livestream da unten am Dope weiter. Das weiß ich, wo dein Handy ist. Egal. Ich hab's nicht. Da ist er. Ja, da ist er. Ich hab den Arsch versteckt, oder? Ja, es ist warm. Oh, gibt's das? Was ist da los? Ja, du hast schon verschickt, oder? Ich weiß nicht, was ist. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ja, ich kenne mich da nicht aus, das muss was ganz. Ja, eigentlich war das jetzt das. Spielt der keine Real Cup oder was? Er hat schon geschickt. Aber ich sehe da nichts. Ja, wahrscheinlich musst du
muss wahrscheinlich bei Steps hier schauen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, weil wir sind halt nicht drinnen bei dir, sondern bei mir. Wahrscheinlich kannst du nur annehmen, oder? Das ist jetzt was anderes. Ja. Ich weiß nicht, kann nur der, den den Club erstellt haben, auch die Anfragen annehmen. Wie funktioniert das? Ich kann die nicht annehmen. Ja. Das ist jetzt blöd. Dann ist es so, wie ich es sage, dass der Stepsi. Oh. Ja. Das nenne ich guten Livestream. Also ich kenne mich da nicht aus. Ersteller und Manager von Club können Namen nehmen. Ja, Manager bist du normalerweise, oder? Hast mir gemacht, oder? Ja, ich denke schon, ja. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, super. Mannschaft, Nachrichten, keine Ahnung, Alter. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Tja, Setin, das tut mir jetzt aber leid. Ja, ich bin leider nicht zu Hause, Jungs, also ich bin beim Biggie. Und anscheinend, entweder habe ich dem Biggie nicht einen Manager gegeben. Geh auf Mannschaft. Dann siehst du, ob du Manager hast. Schau auf Mannschaft. Und dann siehst du, was du mir gegeben hast. Nein, du hast mir nicht Manager gegeben. Super. Was ist das grüne Online? Ja. Du hast mir nichts gegeben. Ein Hauch von nix? Nein. Ah, das ist jetzt blöd. Ja, das ist jetzt richtig blöd. Ja, wenn wir rausgehen, dann kann ich den Stepsi irgendwie rausschmeißen. Na. Ich habe keine Ahnung. Ich bin leider kein Manager, also. Ja. Blöd. Blöd, 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 blöd. Ob, wenn wir jetzt... Gib doch jemanden Manager. Ja, wem soll ich Manager geben, wenn ich nicht zu Hause bin, Michael? Ich bin beim Biggie, falls du das noch nicht gesehen hast. Jawohl. Schwierig. Ach, das tut mir jetzt sowas von leid für den Setin. Setin, tut uns leid. Musst du auf den nächsten Stream warten. Genau, aber beim nächsten Stream garantiere ich dir, dass du mitzocken kannst. Zu 199%. Ja, wie gesagt, bin leider nicht zu Hause. Bin beim Biggie. Und tja. Das Stepsi hat vergessen, mir Manager zu geben. Das Stepsi hat vergessen, den Biggie Manager zu geben. Oh yeah. Ja. Ja. Dann passiert einfach sowas, wie es jetzt passiert ist. Nächster Stream ist schon FIFA 22. Nein, noch nicht. Aber der FIFA 22 ist erst 27. September. Ja, nächste übernächste Woche erst. Naja. Und Leute, wie gesagt, tut uns richtig leid. Können wir nichts machen, also ich tut mir leid. Ist es halt so. Tja. Aber einfach weg. Ja, was soll man machen? Ist so wie es ist. Ist so wie es ist. Ich kann ja keinen. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Wie sollen wir das machen? Ja, blöd, ich hab's nicht. Ja, es ist halt so. Es ist nicht deine Schuld. Okay, es ist zu 90% deine Schuld, aber okay. Warum meine? Deine? Weil du es nicht so gemacht hast. Ja, wir hätten bei dir starten sollen, das Spiel, ja, aber.
Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Willkommen hier im Rhein-Energie-Stadion. Ich dachte, ihr habt EA Play. Kommt es da noch früher raus bei EA Play? EA Play haben wir nicht. Ja, anscheinend da kommt es auch da noch ein bisschen früher raus. Da ist natürlich einiges. Ja, das zahle ich jetzt sicher nicht. EA Play. Du zahlst doch auch 10 Euro im Monat, dass du für nichts. Keine Ahnung, weil wieso. Das ist so komisch. Die Spieler bewegen sich auch so komisch hier. Ganz anders als bei den einen Dings da. Ja, EA, 22. September. Ach komm. Ja, Bruder, das hier. Hier. Ich hinsetzen. Setz dich wieder auf deinen Platz, Bruder. Da ist Platz. Jetzt vielleicht. Ganz lang macht er sich da. EA ist mir zu teuer. Mir richtig zu teuer jetzt. Da kommt die EA mit Mitgliedschaft. Viel Druck da hinten. Das ist die Möglichkeit. Und er tja. Geht ja. Zockt er. Steps hier einmal. Statten Brothers. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner ja, ihr Spiel gezockt. Aufzwingen. Ah, das ist Ballbesitzfußball. Und dann fällt das Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Jetzt wollen sie mehr Druck entwickeln und die gegnerischen Spieler früh stören. Latte! Können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. In den freien Raum. Der spielt er gut. Jetzt der Schuss. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Eine tolle Parade. Ja, die Fans stehen wie ein Mann hinter ihrem Team. Die spüren, es muss was passieren. Klasse Einsatz. Das könnte die Chance werden. Jetzt haben sie den Ball. Ja, wenn du EA hast, kannst du 22. September spielen, aber nur 10 Stunden. Weiter geht dann es musst mit einem Einwurf. Achso, ja, dann. Das ist so egal. Kommt es hier auf jetzt das Gleiche den Ball reinbringen. Ja. Kein Grund zur Aufregung, Kopfball geht rüber. Diese 10 Stunden ist mir so egal. Okay. Ich mir lieber, ich spiele keine 10 Stunden als. Ja, das ist für mich schlimmer, wenn ich 10 Stunden da spiele. Und dann muss ich wieder 10 Tage warten. Mit viel Auge holen sich ja. Ball. Klasse. Und jetzt der Schuss. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. So, was machen Sie draus? Weite Flanke, nicht ungefährlich. Zack. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Jetzt vielleicht die Flanke. Jetzt der Schuss. Zack. Damit hätten Sie hier wieder rankommen können. Wenn Sie solche Chancen nicht nutzen können, ja, wie wollen Sie zurück in die Partie kommen? Groß. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Die Hereingabe kommt an Latte, aber die Chance lebt noch. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Unglaubliche Parade. Vielleicht können sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen, die Fans hoffen drauf. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgenommen. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken.
bringt den Ball jetzt in die Mitte. Er ist da und kann den Ball hier klären. Sie holen sich den Ball. Sie vorher noch ein Tor. Vorteil, spielt auch weiter. Ich frage, wo selbst die Bigi spielt. Er spielt den Pass auf den Flügel. Achso, der Ball kommt wieder zurück. Da. Ja, Gretsche bleibt erfolglos. Super gelöst. Es geht weiter. Es gibt einen. Na, die spielt ein bisschen eine falsche Position. Ein defensives Mittelfeld spielt ein offensives Mittelfeld. Und spielt es besser aus. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Ja, ist mein Stürmer nicht, aber. Sie kommen jetzt über außen. Hereingabe in die Mitte. Sie haben den Ball, aber. Ja, ja. Könnte in Konter gehen. Boah. Sie verlieren den Ball. Schade, das war eine gute Kontermöglichkeit. Groß. Ja. Brillant gemacht. 2-1. Ja, hier ist noch alles drin. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt gibt es einen Einwurf. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Gute Ballführung. Das will er jetzt alleine machen. Da ist es passiert. Ja, da war der Druck einfach zu hoch. Oh, langsam, und dann fällt eben dieses Tor. Effektiv dieses Fortchecking sein kann. Alles wieder offen hier. 2-2. Ja, das ist fast zu durchsichtig, dieses Zuspiel. Weg ist der Ball. Hummels. Boateng. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Flanke jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Zur Pause ist hier noch kein wirklicher Vorteil auszumachen. 2-2 der Spielstand. So schnell läuft das, ha? Das ist 2-2. Alter. Ja, der Biggi hat mich jetzt verwirrt und jetzt haben wir. Ja, der Biggi, wer sonst? Warum verwirrt dich der Biggi? Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielabschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Das ist überhaupt nicht sympathisch. Nee. Das könnte die Gelegenheit geben. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Ja, mit viel Übersicht. Stark. Das war's mit der Chance. Gut durchgesetzt, gefährlich. Kein Tor nach dieser vielversprechenden Aktion. Ja, da war er doch durch. Nur den Keeper noch vor sich. Bin ich auch da. Und kann ihn nicht überwinden. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Er spielt den Verteidiger aus. Da ist die Flanke ins Zentrum. So, Führungstreffer. Es ist doch nicht zu glauben, nach diesem zwischenzeitlichen Rückstand. Da sind sie wieder. Ja, vorhin haben wir die Situation gehabt. Alleine auf dem Torwart haben wir das Tor nicht gemacht. Wir schauen uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Da ist die Flanke und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Dann machen sie es ihm aber auch leicht und die Chance lässt er sich nicht entgehen. Ribéry. Jetzt haben sie den Ball. Jetzt wollen sie mehr Druck entwickeln und die gegnerische klasse Chance jetzt. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. So schnell wendet sich das Blatt. Ja.
Ja, wenn alle dribbeln, dass der jeder zeigt, was er kann, dann verlieren wir den Ball und zeigen uns die anderen Jungs, was sie können. Kommt jetzt die Flanke? Das war jetzt wirklich sinnlos. Da mit viel Übersicht. Schönes Zuspiel. Gefährlich. Das war jetzt Pech, ja. Er gibt dem Elfer. Pech ist jetzt ein Elfer. Haben die jetzt aufgegeben? Ja. Ja, das freut uns ja richtig. Das freut uns sehr. Die haben aufgegeben, nicht sie. Was wir haben? Wer ist Captain? Ja, ich weiß nicht. Unsere Jungs haben es aufgegeben. Ich denke mir gerade so, okay. Aber dann steht da unten Niederlage, denke ich mir, okay, what the fuck. Ja, ist Niederlage. Muss ich Niederlage? Ja. Habt ihr verloren wieder? Unser Captain hat aufgegeben, du klemmst gerade meinen Fuß ein. Und wieso hat der Captain aufgegeben? Ja, weil er einfach aufgegeben hat. Welcher Captain? We don't know. Ja, wenn wir das wissen würden. Habt ihr geführt oder was war? Ja, ja. 4-2 in Rückstand gewesen und. Aber ich kann dir sagen, du hast eine Latte getroffen. Ja, läuft. Mit dem Kopf sogar. So ein heftiger Spieler. So, Biggi, du darfst noch das letzte Spiel mit dem Grey GT spielen. Dann machen wir auch Schluss für heute. War das Spiel eine Runde? War das. Jetzt ist eh keiner mehr da. Schon. Ausklappen, L2. Ah. Ich bin mal hier vorne. Besser. Ja, ich habe auch die Teile, so schön sie sich richtig. Spielen wir halt zu zweit. Eine Einladung erhalten, übertragen auf FIFA 21 kennen. Ich möchte live anschauen, wie du das überträgst. Keine Ahnung, was das heißt. Boah, der war schön. Ja, wenn er so mal im Spiel klappen würde, wäre super. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Heute melden wir uns aus dem Wohninvest Weserstadion. Das Wetter spielt heute wirklich mit. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde dieses hoffentlich spannende Spiel gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi, ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Toller Pass. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen. Abseits. So. Ihr packt das schon. Natürlich packen wir das. Er geht vorbei am Verteidiger. Ja, komm, Alter. Ganz energischer Einsatz. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Boah. Er ist noch heiß. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Knapp. Das war natürlich die Chance, hier früh in Führung zu gehen. Gott sei Dank war es knapp. Da kommt der Schuss. Schuss kommt nicht durch. Ball ist jetzt verloren. P-
Pass auf den Flügel. Er hat die Technik, um so einen auszupacken. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Ecke kommt. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Kann er was draus machen? Ball an den langen Pfosten. Da können sie klären. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Schöner Freistoß, das war knapp. Hat eigentlich alles gestimmt, schade. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Erstmal geklärt. Jetzt müssen sie aufpassen. Das macht er sehr gut. Klasse Technik. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Wichtiges Technik hier. So hoch kommt er das jetzt. Ja, starker Pass. Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Und jetzt knallen. Nochmal. Ja, ja, knallen. Stark geblockt. Ah, komm. Und blockt auf diesen Schuss. Eckball gibt's. Kaiser ist verletzt. Die Ecke kommt rein. Das ist nicht gut, wenn der Kaiser verletzt ist. Ja, überhaupt nicht gut, wenn der Kaiser verletzt ist. Da ist die Flanke. Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben. Das machen sie richtig gut, sind dicht an ihm dran, den Konter kaum besser machen. Ja, kaum. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Guter Pass. Sieht gefährlich aus. Fosse! Jawohl. Sehr gut. Der erste Treffer in diesem Spiel. Geht ja. Geht ja. Neuer. Da ist das Tor nochmal. Du müsstest dann so ein Spiel machen, der Alter. Das ist der Manuel Neuer. Und das eine ist der Werner Alter. Das wäre auch gerne. Ja? Der Werner, der Alter. Der Alter Werner. Das war wichtig. Die müssen aufpassen. Ey, die sind ja zu zweit. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, kann man das oder? Ja, ich dachte, Biggie ist ein bisschen schneller. Aber. Nicht der Ausgleich, aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Neuer kriegt eine gelbe. Pfosten. Super dieses Zuspiel. Ist es das jetzt? Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Mhm. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Ja, der Kiwi hat gemacht. Hier noch mal was ist denn los mit dem Biggie? Da ist er einfach was ist denn mit Biggie los? Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Biggie ist fertig. Da haben sie den Ball gut gemacht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da erobert er den Ball. Beim Ballbesitz ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beim Spielstand natürlich auch. Offensivfreudig. Beide Trainer lassen nach vorne spielen. Ja, komm. Ja, genau. Pause, alle. Sehr gut. Weg mit den Füßen. Sadblock. Keine Diskussion. Das ist so aggressiv heute. Ja, das passt dir gut. Und das könnte so kann etwas ruhig wie die so aggressiv sein. Das gefällt mir. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Und hier wird es Einwurf geben.
fängt diesen Ball ab. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ball bis jetzt verloren. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Einwurf jetzt. Das war zu gut. Ist hier immer noch am Ball. Blockt den Fällt das Tor doch noch. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Jetzt kommt die Ecke. Leise. Da können Sie erstmal klären. Leise. Jetzt ist es gefährlich. Da kommt die Hereingabe. Da können Sie klären. Komm, das zweite Tor müssen wir noch schießen irgendwie. Ja, das haben wir ja noch 45. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Bist du? Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Ja, dann schau du den Chat an. Doch mal einen Einblick in die ich kontrolliere den Chat. Ich kontrolliere den Bruder. So. Scheiße, ich kann jetzt nicht in den Sturm rein, oder? Wieso? Ja, weiß nicht. Wie meinst du den Sturm? So ein Riversitz. Nein, das kannst du glaube ich nicht mehr. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Und da haben sie den Ball. Aha. Und da gibt es jetzt den Einwurf. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Das macht er super zum wiederholten Male, ein klasse Tackling. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Der Ballverlust. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Einen kleinen. Nein. Glitzekleinen Fehler. So, jetzt aber. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Jetzt sind sie am Ball. Da bekommt er Unterstützung. Ist los, sehr gut. Es wird nichts mehr, es wird Abschluss geben. Optimal, oder? Das war perfekt. Das haben wir erwartet, der heißt Momo und hat ein rosa T-Shirt. Momo.
das passiert ist. Ein Elfmeter aus der ganz abgezockten Kategorie. Der Reality Scheiße, moin, ist noch ein Platz frei. Moin, Reality, Platz wäre noch frei. Nur machen wir leider auch nach dem Game Schluss. Lass ein Däumchen da, ein Abo da, Glocke aktivieren und dann kannst du gerne beim nächsten Stream mitspielen. Ich hätte es nicht besser sagen können. Okay. Ja, ich habe mir zuerst gedacht, wie ich das sagen soll alles. Ja, merkt man. Ohne einen Fehler zu machen. Ja, merkt man. Na, es war richtig viel Power und, ja, und Gefühl dahinter. Ja. Alles sensationell gemacht. Ja. Ja. Das war nicht so sensationell. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Eigentlich haben wir gut gespielt. Ein paar Chancen gehabt, die wir nicht genutzt haben. Oder die ich besser nicht genutzt habe. Chance zur Flanke jetzt. Da trennt er ihn vom Ball. Sie wollen verkürzen. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. So, jetzt auch. Können Sie verkürzen? Sehr gut. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? Ja, nimm den Ball mit, Junge. Komm. Komm, nimm ihn mit. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Da kommt er raus und er hat ihn gerade weggeballert. Klasse Pass. Ja, schau, wie langsam die sind. Schau, wie langsam die sind. Was macht der Goalie, bitte? Für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Naja. Ich dachte mir, du hast noch so viel Chance. Also, habe ich mir auch gedacht. Bei 3:2 habe ich mir gedacht, ja. Ein 3:3 könnten wir schon schaffen. Guter Pass jetzt. Das könnte die Gelegenheit geben. Boah, knapp. Es gibt hier die Ecke. Die Ecke kommt. Da kommt der Schuss. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Lange Flanke jetzt. Richtig, dass er da klärt. Na, Hans, schönes Zuspiel. Doch bei Ihnen jetzt wird's gefährlich. Das war heute schon sein drittes Tor, eine Spitzenleistung. Tja, wenn es nicht läuft, dann läuft es einfach nicht. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Nein, das ist hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter so, und dann sieht er die Lücke, überlistet den Keeper mit dem Lupfer, technisch perfekt. Meinetwegen, jetzt ist der Platz da. Die Riesenchance. Ja, ja, ich gleich eins danach. Ja, ich hab's besser nicht, Alter. Ich habe auf den Chat geschaut. Ein bisschen getribbelt und dann geht's so. Torschuss. Torschuss, ja. Torschuss. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute. Und wir hätten uns echt da aufhalten, wenn wir auch Gemüse oder Früchte benennen müssen. Der Blick auf die Uhr. Ja. Banane, Apfel, Kiwi, Ananas. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Jetzt gibt's Einwurf. Und die Banane schießt ein Tor. Sie bekommen den Abstoß. Aufgelegt durch Ananas. So langsam wird's gefährlich. Eine gute Verteidigung. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Guter Versuch, aber der Torwart kann parieren. Rafini ist ihm bisher ja nicht gelungen, aber das macht er gut. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Pass auf den Flügel.
super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Klasse Aktion. Ball ist weg. Super dieses Zuspiel. Auf Außen ist Platz. Lassen wir noch ein drittes Tor. Er hat es etwas werden können. Da haben sie jetzt Platz. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Sie haben den Ball, aber bekommen sie ihn auch raus? Ah, sie verlieren den Ball. Ach komm, Alter, warum passt er zu mir so? Damit ist dieses heutige Spiel beendet. Hat nicht sein sollen. Es ist so, wie es ist. Beenden, Spiel verlassen. Wie schaut denn das Teil eigentlich aus? Schalten, oder? Ich hab keine Ahnung. Ja, das wird schon hin. Naja, Leute. Danke fürs Mitmachen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Biggie und Stepsi und der Brothers. Und ich natürlich. Biggie sagt auch Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.